Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Ich bin immer noch der Baume und in der letzten Folge, da hatte ich so meine Probleme mit diesem Prediger, der da von den tollen Chirurgen-Typen Medizinerarzt, Schrägstrich Heilungsmeister erzählt hat und den wir danach ein bisschen verhören wollten und irgendwie hat das nie so richtig geklappt. Und ich habe mich gerade nochmal hinten an ihn dran gehangen und jetzt verfolge ich ihn gerade, glaube ich, zum vierten Mal. Und ich bleibe jetzt einfach so lange an ihm dran, bis ich mit ihm wirklich ganz alleine bin. Ich dachte vorhin in so einem Moment wie jetzt, dass ich mit ihm alleine wäre, aber Pustekuchen, da kommt schon wieder einer von den Dieben um die Ecke, die denen helfen. Und ich kann mich auch leider gerade nicht wirklich umschauen. Ich kann ihn halt nicht aus den Augen lassen. Und jetzt kommen gleich wieder zwei Wachen. Okay, nee, eine Wache. Entschuldigung, kann ich mal kurz durch? Verfolg ein Opfer. Danke. So. Ich bleib jetzt einfach mal eisekalt auf der Lauer. Jetzt kommt gleich wieder die Betteltrine. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Hast du vollkommen recht. Hast du vollkommen recht. Oh, wie er ihr die Hand aufs Gesicht drückt. Einfach so, halt die Fresse. Echt, gerade eben warst du noch sterbenskrank. Ich habe heute schon gespendet. Nein, ehrlich gesagt habe ich gestern schon gespendet. Und zwar an irgendeinen Bau von so einem komischen Heim für Taubstumme. Aber ob das Geld wirklich dafür genutzt wird, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Keine Ahnung. Eigentlich ärgert es mich, dass ich das gemacht habe, weil, weiß nicht, da kann dir irgendwer einen Zettel hinhalten, mit wo irgendein Scheiß draufsteht. Ich hab's trotzdem gemacht. Jetzt geht der wieder zurück? Stellt er sich jetzt wieder dahin und fängt mit Predigen an? Nee, gut. Okay. Oh, diese ganzen Bettler. Geht der jetzt etwa wieder exakt denselben Weg zurück? Oh, ich will mich nicht mit dem kloppen, während dort Diebe da sind, die ich nicht mit dem Messer umbringen darf. Man muss so verdammt oft zuhauen, bis da was passiert. Und ich würde am liebsten gar nicht auf die Diebe schlagen, aber ich kann nicht so richtig lenken, wo er als nächstes hinhaut. Ey, ganz ehrlich, ich wünschte, man könnte in dem Spiel den Leuten ein paar Münzen hinschmeißen, einfach nur damit sie ruhig sind. Aber man hat ja nicht mal Geld in dem Spiel, das ist eigentlich das Miese. Ich habe ja nicht mal was. Selbst wenn ich wollte, die können betteln, wie sie wollen. Ich kann denen eigentlich nur auf die Fresse hauen. So, kurzer Blick. Okay, wir haben hier einen so einen komischen Dieb. Ich muss das hier echt durchziehen. Ich muss das hier, an der Stelle muss ich das durchziehen. Möglichst, wenn der Dieb weg ist. Der dreht jetzt hier gleich nochmal eine Runde. Ich muss jetzt zuschlagen. So, der kriegt jetzt einfach eine nach der anderen. Eine nach der anderen. Gnade. Na bitte, Gnade. Es geht doch. Tötet mich nicht. Oh. Ich tue, was ihr verlangt. Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert. Um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht. Was er wirklich tut. Was? Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum, geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Das ist hart. Das ist hart. Das ist mies. Der hätte nicht sterben müssen. Naja, obwohl eigentlich... Also, am Ende hätte das vielleicht doch wem verraten und das hätte... Der hätte den ganzen Plan ins Wanken gebracht. Okay, unsere Nachforschungen sind an dieser Stelle bereits beendet. Wir könnten jetzt theoretisch zurück ins Büro gehen und uns die Feder abholen, die quasi sinnbildlich für den Mord dann beweisen soll. Aber ich würde gern noch ein bisschen den Drumherum-Krams fertig kriegen. So. Jetzt wissen wir zumindest ein bisschen was über unser Opfer, ne?
Dass das also irgend so ein kranker Psychospinner ist, der ja Leute quält, wozu auch immer. Ja, wahrscheinlich für Forschung und Wissenschaft. Bei wie viel Minusgrad kann ein Mensch eigentlich ohne Jacke leben? Keine Ahnung, lasst es uns ausprobieren. Tja, das haben die Nazis gemacht. Das Traurige an der Sache ist, dass die Ergebnisse, die dabei rauskamen, heute genutzt werden, um Winterjacken zu bauen. Das ist echt traurig. Also irgendwer quasi nach dem Motto, irgendwer muss das ja mal irgendwann ausprobieren, weil sonst wüssten wir es heute immer noch nicht. Das ist krass. Ich bin denen trotzdem nicht dafür dankbar. Nein, auf jeden Fall. Jetzt habe ich gerade eine gute Chance hier. So, dann haben wir jetzt hier den vorletzten. Ja, ne? Der steht da unten und guckt und staunt. Das ist ein... Ganz ehrlich, sehe ich aus, als können Bauern sowas? Ist das jetzt etwa normal? Da auf Dächer und so. Habe ich hier irgendwo eine Kuh dabei? Und wo haben wir den letzten? Oh, ein Bürger. Ein Bürger ist zu retten. Red nicht vom Geld. Ich kann's nicht mehr hören. Altair. Er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. Wer? So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Stimmt. Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Dann? Ich bin hier in Akkon. Seit die Kreuzritter die Belagerung begann. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Na gut. Na gut. Du willst also, ja, Bruder, willst also wichtige Dinge vor mir verschweigen? Das ist Erpressung, weißt du das? Ich glaube, ich finde dich nicht mehr so toll. So, Moment. Lass ich ja kurz hier ein bisschen rüber und... Hups! Klasse! Die lässt sich da doch nicht einfach so liegen oder stehen. Wer weiß, wann ich das nächste Mal wieder hier vorbeikomme. Ich glaube, nie wieder. Gut, wo ist jetzt unser Opfer? Da drüben. Ein einziges Ziel. Okay, das ist gut. Das ist gut. Nehme ich die Abkürzung über die Dächer oder mache ich es wie die Passanten? Nee, ich glaube, ich gehe lieber von... Oh! Warum bist du denn nicht auf die Brücke gesprungen, Alter? Hier. Ah. Na gut. Dann gehen wir eben doch wie normalsterblich über die Straße. Ist in Ordnung. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Arm, krank und hungrig. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Ja, genau. Ich bin auch arm. Aber ich brauche das Geld nicht. Gib mir noch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Hoffentlich tanzt die mir jetzt nicht in die Quere. Sehr gut. Okay. Gut. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm. Ja, dann geh arbeiten oder sowas. Oder geh da zu dem komischen Arzt. Vielleicht gibt der ja dir ein paar Münzen, wenn er an dir rumdoktern darf. Oh nee, das ist gemein. Nee, das sollte man lieber nicht tun. Ich frage mich, was der da rumdoktort an den Leuten. Wir haben ja auch den Brief gelesen, wo drin stand, dass da irgendwie... Er ist tot. Oh, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Okay, schieß los. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Garnier. Der Name kommt mir so bekannt vor. Garnier. War das nicht irgendein Shampoo? Ich flehe euch an, Herr. Ja. Die Bettler machen mich fertig. Da unten, Bürger retten. Genau. Du kannst mich ruhig jederzeit um ein paar kleine Münzen bitten. Hab ich, ja. Kriegst halt nur keine. Du dreckiger Dieb,
Dafür hacke ich dir die Hände ab. Das ist echt schön. In so einem Spiel habe ich überhaupt kein Problem damit, den Pennern zu sagen, halt, Maul und verpisst euch. Und in der Realität hole ich doch jedes Mal das Portemonnaie raus und sage, dann habe ich in Wirklichkeit gar kein Geld. Bis auf natürlich das viele YouTube-Geld, das ich mit meiner nicht vorhandenen Werbung verdiene. Aber das gebe ich niemandem. Das war ein Move. Hussa! Kann ich hier nochmal Bowling kurz... dass ich die Leute nicht so oft treffe, wie ich das gerne hätte. Zack, zack, eine Feige und ein Ohr und so. Wie sie da drüben steht und winkt. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Von meinem Opfer? Joink, wir haben alle Bürger der Stadt gerettet. Super. Dann wollen wir uns mal noch den letzten Aussichtsturm schnappen. Wie ist das möglich? Um Jottes Willen. Hier lang. Wo könnte er sein? Wo könnte er sein? Ich mag diese Klettereinlagen. Eigentlich mag ich das auch, auf die Türme zu klettern. Nee, da waren wir schon. Da drüben. Zack. Und es ist auch schon nicht von Nachteil, wenn man alle Bürger rettet. Und die Stadt dann voll mit diesen Party und Sahne, ja, mit diesen Leuten halt voll ist, die dann die Stadtwachen fest und aufhalten. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Ja, ja. Ja, ja, genau. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Das wird eine Narbe geben. Das wird eine Narbe geben. Wer hat denn das gesagt? Das war gut. Oh. Ich habe eine Flagge gesehen. Hui. Ja. Ja, ich habe zu viel Cola getrunken. Deshalb renne ich hier so durch die Stadt. Wo ist denn jetzt der Aussichtspunkt? Ach, da drüben. Entschuldigung, ups, sorry. Wer zuletzt lacht, hat's nicht kapiert. Haha. Was? Naja. Wer sagt denn das? Ist doch gar keiner. Wer hat denn das gesagt? Der hier? Oh, kann ich dich nicht einfach über die Brüstung werfen? Verdammten Mauern! Falle! Falle und... genau. Moment, ich schaue mich nur noch mal kurz um und dann können wir hier gerne Schluss machen. Und damit hätten wir auch den letzten Aussichtspunkt erreicht. Guti, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Informanten-Missionen. Die werden wir dann noch in der nächsten Folge abklappern. Und wenn wir dann endlich wissen, was für ein böser Mann dieser... Oh Gott, wie hieß er nochmal? Gott, wie hieß er? Kann ich das irgendwo nachlesen? Garnier, genau, Garnier. Was war denn nochmal Garnier? Was für ein komischer Name. Oh, hier ist noch ein Anhang, sehe ich gerade. Hier steht, Garnier lässt seine Leute in der... Oh, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Guti. So viel erstmal dazu. 5 Nebenmissionen. Davon ist unter anderem ein Schalte die Bogenschützen aus dabei. Und ich glaube, ein Rennen haben wir auch noch. Nee. Informant besitzt über Informationen. Besondere Aufgabe. Haben wir ja noch was? Noch einen Informanten. Ach, und einen müssen wir wieder evakuieren. Okay, gut. Wir haben hier eine Menge Assassinen in der Stadt, die uns helfen wollen, wenn wir ihnen im Gegenzug dazu helfen. Na, dann werden wir uns das in der nächsten Folge anschauen. Ich bin aber auch mal auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal, ne? Und auf raufgehauen. Ihr wisst, was ich meine. Cheerio!